Ja, ich glaube, das ist der Dungeon, den ich meinte. Bisschen sehr off. Ja, aber bisschen wirklich sehr, sehr off. Müsste ich mich doch wundern. Wollen wir uns vorher den Buff holen? Hab aber keine Steine. Na, dann lach mal. Ach, den meinst du? Ja, okay, ich meinte. Ja, okay, Das nehmen wir den. reicht. Der Resting Buff, da müssen wir uns jetzt nicht 5 Minuten hinsetzen, würde ich sagen. Okay. Okay. Also offensichtlich ist es jetzt so die Verteilung. Kevin geht links, Benny geht in die Mitte, ich gehe nach rechts. Ich Du hab Gift. hässliches Skelett hast meine Fackel zerbrochen. Ich hasse dich. Und diesmal Hoi. scheint's links tatsächlich bisschen weitläufiger zu sein, zumindest. Rechts, immer noch. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich das gerade nicht hinkriege. Wahrscheinlich, weil ich immer in der Rausgehrichtung denke. Ich glaube, man muss auch ein bisschen mehr das Abrollen nutzen. Das ist richtig. So, hier gibt's nichts mehr. Ah, ich bin gleich tot. Das wäre schlecht, dann zieh dich zurück. Ich Oh, bin ich sehe schon. Skelettstufe 1. Das bumst mich ja harte. Dann geh mal Aber. raus. Und da war irgendwas, da hinten war irgendwas übel Cooles. Ja, das Geh muss da ja mal auch hin. irgendwas bewacht haben, das Skelett Stufe 1, ne? Da ist noch ein Skelett. Noch zwei. Du hast ihm jetzt eine Fackel ausgerüstet, Matze. Das erklärt, warum ich so wenig Damage mache. Wer will noch aufs Maul, hä? Jetzt hast du es kaputt gemacht, das Evil Ja. Boner. Da, oder war das ein. Den Evil Boner. Jetzt haben wir ja den Evil Boner zerstört. Kevin's Nickname für heute. Dann nicht? Evil Bonefire oder so? Nee, das stand da nicht. Da stand definitiv Evil Boner. Alles andere ist. Oh, nice, Alter! Oh, Hilfe, Hilfe. Können gerade nicht, sind am Looten. Kann ich durchgehen? Können gerade nicht. Hast du es geschafft? Nö, ich habe die Tür zugemacht. Auch eine clevere Idee. Komm her, du Evil Boner! Ach stimmt, den habe ich komplett vergessen, den Hammer. Das ist mein Evil Boner. Wenn ihr wissen, was bei dir Evil Boned. Oh, you will. Ach, hier ist ein Skelett-Spawner. Ach, sowas gibt's auch? Ja. Wo bist du denn? Ich hab Evil Boner. Ich war in der Mitte durch. Das Schöne ist, dass die gestunt werden, die Skelette. Jetzt den gelassen. Wir suchen uns später das was, was wir. Ja, aber jetzt sind wir ja gerade noch nicht so ausgerüstet, dass wir hier mit endlos vielen Skeletten einfach so umgehen können. Deswegen ist es, denke ich, nicht ganz verkehrt, wenn wir uns jetzt erstmal den Rücken frei halten. Ist noch einer. Noch ein Evil Boner. Evil Bone Pile, hier steht's doch. Und hier. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas Großes, Grünes. Ja, ein Giftskelett, das hatte ich vorhin schon. Also das ist definitiv nicht mal Evil Boner. Also zwei solche Hämmer sind schon insane. Ja, weil die halt auch noch gestunt werden. Das ist halt der große Vorteil. Und ich habe hier schon allein jetzt 5 Surtling-Kerne in dem Dungeon gefunden. Ich bin jetzt auch schon bei 6. Ich habe auch 5. Ja, nice. Zusätzlich zu denen, die wir ja vorhin schon gefunden haben, sind wir jetzt erstmal richtig gut ausgerüstet. Mehr ist immer gut, aber für den Anfang bin ich echt zufrieden. Da können wir dann in der nächsten Session auf jeden Fall mal richtig auf die Kacke hauen. Was können wir damit machen? Ich weiß nicht, soll ich euch sagen? Viele Dinge, schöne Sachen. Na, ab wann sieht man das denn?
Also du konntest das, ja schmelzen. Das was du damit gesagt. Machen kannst, siehst du jetzt schon. Dann kannst du vermutlich... Ich seh's nicht, wo soll ich das sehen? Was? Na, wenn du keinen Hammer mit hast, siehst du es nicht. Doch, hab ich, aber... Oder? Ach, na eben! Hey, lol, wann hat's denn das freigeschalten? Ich hab überhaupt nie mitgekriegt. Sad face. Und ich mach mal hier eine Markierung hin, dass wir den geradet haben, und ich guck noch mal kurz bei der Markierung, die ich letztes Mal gesetzt habe, ob da nicht im Umkreis doch noch irgendwas ist, weil die ist so weit weg, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ansonsten hätten wir noch diesen einen letzten Dungeon und dann können wir nach Hause gehen. Außer Kevin sagt, er möchte direkt straight nach Hause gehen. Dann ist das auch in Ordnung. Wo der ist? Der ist... ungefähr so weit weg, wie der Wächteraltar vorhin von hier war. Es wird dann schon ein bisschen knappert, ne? Ja, dann machen wir direkt nach Hause, würde ich sagen. Ich würde es auch sagen. Es wäre mir, wenn es aufgrund der, ne, was bald ist, deswegen. Ja, nee, alles gut, dann gehen wir straight home. Ich hätte hier noch einen Troll im Angebot, der gerade vor meiner Nase aufgetaucht den ist. Den können wir nicht noch machen. Dann töten wir doch einfach mal, ne? Wir bin ja dabei. Ja, deswegen. Das ist jetzt nicht das Problem. Drückst du mal so einen Troll nieder. Das ist nicht das Problem, ja. Naja. Es beschleunigt die Sache halt nur, wenn man zu dritt ist. Immens. Ja. Habt ihr noch schon? Wir hatten doch schon mal. Weiter war ich mal. Au! Der hat mich auf 4 runtergedroschen gerade. Muss ich mal ganz kurz mich zurückziehen und ein bisschen was essen. Ja, ich hab den nicht gelast-hittet. Jetzt aber. Ich möchte hier gerade ungern sterben, to be honest. Wie, kein Platz im Inventar. Warum habe ich denn auch schon wieder 9 Steine? Wozu brauche ich Steine? Um die Schmelzöfen zu bauen. Um die Schmelzöfen zu bauen, um Gelände anzuheben. Ich bin am Looten, du elender Krauts... Ich muss mich hier ein bisschen zurückziehen, weil ich habe immer noch sehr, sehr wenig Leben gerade und ich möchte halt ungern hier meinen Stuff liegen lassen, den ich gerade dabei habe. Dann lass einfach mal wieder zusammen. Ich komme mal zu dir, Benny, und ich habe ein paar Grauzwerge im Gepäck. Dadurch, dass mir kalt ist, steigt es halt auch nur sehr langsam meine Lebensleiste. Höchstens versuchen. Mir fehlen die Steine tatsächlich, um ein Lagerfeuer zu bauen, Kevin. Dafür braucht man Steine. Alter, ich hab keine Steine. Ja. Nein! Wir sind richtig schön vom Weg abgekommen, ne? Jetzt ist natürlich Benny gestorben, das ist äußerst ungünstig. Okay, wir haben hier gerade richtig... Wir haben hier gerade richtig Stress, würde ich sagen. Eigentlich nicht mehr. Da kommt nochmal Stress, ja. Sollen wir hier die Stelle verteidigen, bis du wieder da bist, so wie es bei Kevin. Ich würde jetzt nicht unbedingt wieder eine Mauer drumherum ziehen, aber zumindest... Ja, ihr könnt versuchen, da zu bleiben, weil es kann sein, dass ich ein paar Sachen mitbringe. Hast du den Stein jetzt dabei, Kevin, oder hast du die komplett weggeschmissen? Ich hab die weggeschmissen. Schön. Hätte ich können die Trolltrophäen nicht mitnehmen. Ja, Benny hat welche, dann tausche ich das mal aus gegen die Dinger hier. Also ich bring schon mal 3 Kreuzwerke mit, mindestens. Ich glaube, bis du hier bist. Ach stimmt, du bist ja da hinten gespawnt, natürlich. Ach, ganz da hinten. Naja, es ist ja natürlich jetzt ein bisschen weiter weg. Aber wir können uns jetzt hier eigentlich relativ gemütlich ans Lagerfeuer setzen, weil theoretisch sollten die Kreuzwerke das meiden. Gleich mal ein bisschen Holz reingeschmissen, damit hier... Oh.
Damit du anbrennst? Ja, hast du echt gut gemacht. Mond. Oh. Naja. Lass ich jetzt liegen. Was hast du denn weggeworfen? Prost, Beisch. Hm. Aber das ist eine fantastische Idee, Kevin. Was denn? Ja, ne? Wollte ich halt auch machen. Du, wir können noch zwei da drüber stellen. Also ich glaube, es gehen sogar bis zu 6 Stück. Aber fürs erste sollen, glaube ich, 3 reichen. Dann nutzen wir die Zeit wenigstens sinnvoll und kredenzen hier ein kleines Festmahl. Was war denn lustig? Matt hat gar nicht mitgekriegt. Na, du hast das Fleisch weggenommen und ich hab's eingesammelt. Ach so, nee, das ist okay. Ich würde das dann sowieso ein bisschen verteilen. Ich will es halt nur schnell rausnehmen, damit es uns hier nicht verkocht. Kohle ist das, was wir jetzt gerade am wenigsten brauchen. Das brauchen wir später wieder viel, aber jetzt momentan bringt uns Kohle gar nichts. Und während Benny neben uns in Frieden ruht, machen wir uns erstmal gemütlich ein paar Fleischkeulchen. Naja. Ich hoffe, es ist tatsächlich nur Wildfleisch. Taste the Benny. Ich hab gar nichts Kochbares mehr. Nee, ich auch nicht, aber das geht tatsächlich relativ schnell, wenn man hier 3 hat. Weil das, glaube ich, mittlerweile einen relativ starken Blaubeeren-Nachgeschmack hat. Also, wenn ihr euch glücklich macht. Und das, nein, liebe Freunde, nein, ist übrigens die Story, wie Trolle entstehen. Ansonsten, Benny, nimm dir die Kraft von Eiktür, wenn du sie wieder hast. Und versuch. Okay, in 8 Minuten bist du wahrscheinlich auch da. Aber wieso renne ich denn heute permanent ins Feuer? Ich hab's irgendwie mit diesem Feuer. So, ich setz mich wieder hin. Hammer weg! Hacke weg! Mein Wildschwein verfolgt und ich habe nur 5 Leben. Aber das kann dich doch nicht angreifen, wenn du einfach nur wegläufst. Ja, aber ich muss halt immer gucken, dass ich noch Ausdauer habe, wenn das bei mir in der Nähe ist. Hä? Ja, also es brennt. Wenn ich normal gelaufen bin, dann hat's mich nie eingekriegt. Ah, doch, es kann schon, wenn es richtig sauer ist, ankommen und wütend werden und auch einen einholen. Muss man tatsächlich, aber ich find's geil, wie die Grauzwerge hier die ganze Zeit so, oh, ich greif die an, Feuer, nee, ich sehe es mich doch nicht so mehr. Aber er kann natürlich noch mit Steinen auf uns werfen, was er auch erfolgreich tut, der Penner. Kann ich ja eigentlich im Sitzen ein bisschen mit dem Bogen? Nee, nicht im Sitzen, ne? Alles gut, ich hab Blaubeeren gefunden. Okay, Benny schafft's. Daneben. Jetzt! Du kannst das Pfeile schießen auch ab. Vogel. Ja, das wäre geil, ne? Das wäre eigentlich nice gewesen. Ich so, oh Mann! Pfeile in der Luft und dann. Tot. Nice Shot. Es hätte was, ja. Muss ich zugeben. Hätte mich gesehen. Hätte mich gesehen, aber ja. Ja, gut, same. Wäre halt. Kevin schmeißt so einen Stein auf den Boden. Ey, piss dich, Junge. Ich hasse diese Steine, geht mir so auf den Senkel. Aber bist doch relativ schnell wieder da, Benny, ist alles in Ordnung. Jo, das passt. Der Benjamin. Die geile Sau. Dann haben wir hier auch gleich ein bisschen Nahrung für dich. Ich leg das schon mal an deinen Grabstein. Grabstein? Alles gut, ich hab mittlerweile 5 Blaubeeren mitgenommen. Alles klar, kriegst kein Fleisch. Du brauchst ja unterschiedliche Nahrung, du Kuh. Nein, Benny ernährt sich nur von Blaubeeren, der wird hier Troll irgendwann. Denkt. Ach doch, was auf Welt hier. Toll, ich kriege euch was mit. Echt jetzt? Nö, aber zumindest war's da. Achso. Ich war jetzt kurz ein bisschen gehypt. Boden. Ja, daneben, weil ich gar nicht kann. Ach, guck mal da. Ein Schamane. Daneben. Ja, dachte ich mir schon. Eieieiei.
Ich hab das mal gemacht währenddessen. So, danke. Machen wir los. War nicht mein bester Moment. Ja, machen wir los. Geht's ab in die Heimat, würde ich sagen. Jetzt ist es auch mittlerweile Tag geworden. Bleibt mal hier. Okay, dann bleiben wir hier. Oh, da sind noch Möhrensamen. Ein letztes Mal beschwöre ich die Kraft von Eiktür. Jawollo. Komm auch schneller nach Hause. Schnellste Maus von Mexiko sprintet los. Blaubeeren. Blaubeeren. Tipps. Was ist shit das? Dumm. Okay. Ich höre ein lautes Grollen, aber ich suche es jetzt nicht. Nee. Soll der Troll halt trollen? Ein Skelett! Dich bringe ich natürlich gerne um. Fürwahr! Ich hätte hier noch einen Dungeon. Okay, dann kommen wir nochmal her. Und oder? Ein Zwei-Sterne-Skelett. Nee, wir gehen jetzt nach Hause und du markierst es einfach. Das Skelett tötest du einfach und dann passt es schon. Das Skelett habe ich getötet, aber ich überlege, ob ich in den Dungeon gehe. Dann mach das. Alter. Wirklich? Alter, er liegt hier direkt auf dem Weg, Mann. Schon dreist. Ganz schön dreist. Ich habe ihn markiert. Ich habe ja eh keinen. Ich habe eh keinen Platz im Inventar, von daher. Klingt das ohne euch effektiv natürlich nicht. Na, wegen Loot! Ach, wegen Loot. Was ist mit Benny los? Seit wann ist Benny Loot egal? Da könnt ihr auch gleich sagen, ich mag keine Blaubeeren. Ja, das ist Bullshit. Es kommt aufs Gleiche raus. Ah, das ist Bullshit. Warte mal, müssen wir nicht weiter nach dem Norden? Wir müssen nach Norden, ja. Ja, aber der ist ja da gerade relativ breit, da wo du langläufst, Kevin. Ja, ich finde kein schmaleres Stück. Nach Norden kommt ein schmaleres Stück. Was für Norden, Alter? Naja, Fluss aufwärts halt. Down by the riverside. Yeah. Down by the river. Jetzt geh doch einfach an Land. Oh, das ist was mich echt nervt. Das ist rumgebacke. Backe. Stamina, Steine, das Land. Es ist ansonsten aber alles cool, ja. Bis auf Stamina, Steine und das Land. Aber das triggert schon hart, also das sind die drei Sachen, das geht einfach gar nicht. Alles scheiße. Das beschwört den Hate in Kevin. Ist so, Junge. Bin irgendwie ein bisschen einen Umweg gelaufen. Ja, sowas kommt tatsächlich vor. Es hilft überhaupt nicht. Okay, ich setze mich aber mal selber auf die Liste, das Kevin Trigger und hinzu. Nee, die hat bloß Platz für drei, also muss ein was rausfliegen. Wenn du dich da hinsetzen, mit draufsetzen willst. Nee, dann. Ich trigger Kevin eigentlich relativ selten. Ja, zumindest nicht so sehr wie Stamina, Steine oder das Land. Alter, ich hab gerade 20 KP verloren, weil ich gesprungen bin. Wo bist du denn lang gesprungen? Ich bin einfach nur in der Höhe gesprungen und durch wahrscheinlich die Eigentürkraft so hoch, dass ich übel aufs Maul geflogen bin. Springen ist es offensichtlich auch noch. Nee, das geht schon. Das ist ja gar nur Platz für drei. Alles andere wird toleriert. Und ich find's schön, dass man hier sieht, wo das was überdacht ist und was nicht, weil das, was nicht überdacht ist, verfällt hier gerade ein bisschen. Stimmt, ja. Aber wie gesagt, es kann nicht kaputt gehen, also kein Stress deswegen. Und unsere Bienen haben ganz, ganz fleißig Honig produziert. Das haben sie fein gemacht. Das haben sie wirklich fein gemacht. Das sind ganz, ganz tolle Bienen. Und ich kann jetzt hier endlich mal ein bisschen mein Inventar ausleeren. Es fühlt sich befreiend an, muss ich mal sagen. Ja, ich will mal Honig holen.
Bist wirklich ein bisschen einen Umweg gelaufen. Du warst eigentlich weit vor mir und bist jetzt plötzlich immer noch nicht da. Sad face. 16 Honig haben sie produziert. Was für fleißige Bienen. Harz. Also egal von wo man kommt, am Ende hat man immer Harz dabei. Nee, habe ich auch angefangen wegzuschmeißen. Mist. Und dafür, dass ich am Anfang wirklich lange damit verbracht habe, um Knochenfragmente zu suchen, haben wir jetzt geradezu lächerlich viele davon. Wir wussten schon, warum wir es nicht machen. Naja, wahrscheinlich. So, aber unsere Wertsachenkiste sieht doch auch langsam ganz gut aus, muss ich sagen. Es läppert sich. 32 Bernstein, 19 Rubine, 6 Perlen und schon 560 Münzen. Das ist doch so blöd, Junge. Ich ignoriere das jetzt einfach. Ich setze es auf meine ganz persönliche Ignore-Liste, dass da so dumme Kommentare kommen. Und... Läppert sich! Leute, ich hab ja doch Harz dabei. Sag doch. Nein, du hast immer Harz dabei, Kevin. Du kannst nichts dagegen tun. Das ist. Ach so, Sortlingkerne habe ich noch, die nicht auch. Yo, same hier, Junge. Same hier. So, ich bin leer! Ich find's schön, dass wir hier so richtige sozialistische Einheitskleidung tragen. Ich habe extra am Anfang noch den Umhang hergestellt. Den habe ich ja auch. Ach, damit wir hier... Ah, nice. Naja, klar. Nice. Mal alle gleich aussehen hier. Dies, das. Kompletter Ananas. Ananas. Nee, Ananas. So, anders als... Also. Ist wie viel? Was brauche ich dafür? 4 Harz und 4 Lederreste und noch ein bisschen Holz. Ich will mir nämlich ein neues Schild basteln. Du bist ein Schild. Ist das so? Ja. Hier heute. So, gebt mir Lederreste. Welches nehme ich denn? Ich glaube, das hier gefällt mir ganz gut. Bin mir nicht sicher. Also ich bin ja eigentlich jetzt bei dem Speer schon übel weit im Level, aber irgendwie mag ich ihn dann doch nicht so bis jetzt. Weiß es nicht. Ja, es ist auch nicht schlimm. Bin aber auch zu stur umzuschwenken. Ja, doch, ich glaube, mit dem Schild kann ich gut leben. Sieht cool aus. Kannst du das herstellen? Du kannst, wenn du das Schild herstellst, einfach oben auf Stil gehen. Warte mal. Was, das Holzschild ist jetzt schon auf maximaler Qualität? Ach nee, das hier, da fehlt mir das Holz nur. Okay, ich wollte schon sagen. Ich wollte schon sagen. Das ist ja blöd. Ne, ändern kannst du es nicht. Du musst halt wirklich ein neues herstellen, leider. Deswegen habe ich mir jetzt auch ein neues gemacht. Das war es aber wert. Ja. Jetzt, wo man mal ein paar Rohstoffe hat, kann man das auch mal machen. Ist schon okay. Kann man sich mal einen farbigen Schild gönnen. So als Belohnung für diese... Für diese Tour, die wir gerade gemacht haben. Warum haben wir denn keine Lederreste mehr? Ja, weil ich das gerade alles eingesackt habe. Hier, bitteschön. Warum? Ja, damit ich mein Schild machen kann. Ich keinen Bock hatte, das Stack zu teilen. Nice. War ich ein bisschen lazy. Schäme ich mich auch nicht für. Ist halt so. Du warst ein bisschen lazy, sagst du. Nunu. So, jetzt mache ich erstmal Bogenstufe 3. Putz. Ah, das habe ich schon. Dito. Aber Stufe 4 nicht. Ja, Stufe 4 können wir ja auch noch nicht, weil... Geht ja nicht. Hattest du nicht, Kevin? Nee, hatte einer von uns eine Bienenkönigin gefunden unterwegs? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ach, so, hat Kevin jetzt auch einen neuen Schild? Nee. Ach so. Lame. Ach ja, diese unfassbare Liebe, die hier gerade um uns. Oder? Ist schon nice. Uns umgibt, das ist wirklich wundervoll.
Was für Liebe. Ich hab ja ein Schild. Ja, ich hatte auch einen, aber der ist nicht bunt. Naja, ich mache aber deswegen jetzt nicht noch ein neues. Das sehe ich. Natürlich. Ja, wir haben doch den Stuff. Mach dir jetzt ein neues. Das letzte, was übrig bleibt, du hast eh nur noch eine Wahl. Los jetzt. Junge, da muss ich Harz, Lederreste und Holz holen. Ja. Muss ich Harz, Lederreste und Holz holen. Der Kevin, dann hat auf gar nicht Bock heute. Nee, echt so. In die Güte nochmal. Ja, ist schon 5:05. Aber recht. Ja, das Schild, dann können wir winken mit. Das Schild, das ist jetzt hier. Ohne Schild geht hier gar nichts. Ich euch. Gar nichts. Ich weiß nicht, wie du den Stream hier beenden willst. Kann doch nicht sein. So, besser. Und er macht sich halt auch den Blaubeerenschild. Okay. Klar macht nur ein blaues Schild. Was erwartest du denn, Junge? Geil. Das gab's noch. Ach, das schwarz-rote gab's noch. Ja, das ist auch cool, aber nee. Egal, da macht ihr eure blauen Schilde. Ich hab ein rotes. Ich hab die Umbrella Corporation hier. Ah, das schwarz-rote ist halt ein blödes Muster. Das ist einfach nur. Es ist ein bisschen viereckig, das geht so. Also, einfach nur Quadrate. Mit abgerundeten Ecken. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Praktisch gut. So Pizzastücken halt. Geviertelte Pizza. Ich hab eine Reihe aufgerüstet. Naja, wenn dann richtig. Ja, ja. Natürlich. Wir haben's doch. Jetzt sind wir zwar wahrscheinlich low an Lederresten, aber dann müssen wir halt einfach mal ein paar. Lass uns Wildschweine jagen. Alle auf demselben, Junge. Geht doch weg von den. Ich stehe eigentlich nur rum und guck euch zu. Also ich benutze die Kisten nicht. Ich hab nur ein bisschen Nahrung dabei. Anscheinend alle, nee, dann ist es wahrscheinlich ein Geist, der die benutzt. Ja. Manches Mal. Most likely, that's the case. Du kannst nicht mehr gekochtes Fleisch essen. Mann, du klingst ja wie meine Mutter. Lol. Brauchst du jetzt nicht nochmal was zu essen, wenn wir aufgehen? Du. Wieso denn nicht? Das speichert doch. Du brauchst immer irgendwas zu essen. Mal. Ich baller mir jetzt auch Blaubeeren rein. Ich claim mir übrigens mal hier mein Bett zurück, damit ich für den Fall, dass ich ablebe, nicht wieder hinten in der Basis rauskomme. Ditto. Wandler. Welches ist meins? Da steht Kevins Bett. Das letzte Bett. So. Ja. Ja. Schön war's. Auf alle Fälle. Kann man so sagen, ne? Schön, da setzt er sich hin. Würde ich sagen, liebe Freunde, Backmaß für heute. Oh, Benny. Ich wollte gerade ein bisschen lüften, aber gut. Nee. Dann bleibt's halt hier in der stickigen Butze. Dann machen wir heute mal an der stickigen Butze Schluss. Das ist ein scheiß Dach in der Bude. Aber ja. Doch, da wo wir sitzen schon. Jetzt hör auf, mir hier meine Argumente zu untergraben. Das finde ich nicht in Ordnung. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wir freuen uns total, dass wir wieder Valheim spielen können. Wir hoffen, dass Kevins Hand morgen nicht blutet oder abgefault ist. Man weiß es nicht. Aber wir wünschen ihm, dass es so positiv bleibt mit seiner Hand und dass wir auch nächste Woche an dieser Stelle wieder in das Land der nordischen Götter abtauchen können. Denn zu tun gibt's auf jede Menge noch viele Fälle. Ne? Genauso. Kannst du einfach gehen. Und bevor Kevin hier einen Weinkrämpfe ausbricht, sagen wir tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn diese Folge auf YouTube rauskommt, dann gibt's den Stream heute Abend. Schaut vorbei, 20 Uhr zum Streamstag, wie jeden Dienstag. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüssi.